Leute, möglicherweise ist das Crossplay broken oder Respawn hat frecherweise etwas geändert, ohne es zu kommunizieren. Und das wäre der absolute Hammer. Vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen. In meinem Livestream wurde ich schon das ein oder andere Mal gefragt. Und ich habe es vor ein paar Tagen tatsächlich selber am eigenen Leibe erfahren, auch in den Ranked Games. Als Konsolenspieler werden wir mit PC-Spielern gematcht. Und das soll normalerweise nicht so sein. Wer nicht weiß, wie Crossplay funktioniert, das ist standardmäßig, wenn du das Spiel installierst, an. Das heißt, du bist ein PlayStation-Spieler, egal ob 4 oder 5, du matchst mit PlayStation 4-Spielern, mit PlayStation 5-Spielern, Xbox-Spielern, egal welche Xbox. Switch weiß ich tatsächlich gar nicht, aber ich glaube auch, die Switch zählt dazu. Und PC-Spieler spielen nur unter sich. Es sei denn, du bist Konsolenspieler und lädst aktiv jemanden als PC-Spieler in deine Lobby ein. Dann matchst du automatisch als Konsolenspieler in den PC-Lobbys. Jetzt ist es aber tatsächlich wirklich so, dass du ganz normal mit deinen Consolero-Kumpels startest und du matchst trotzdem irgendwo gegen PC-Spieler. Und das kann eigentlich nicht sein. Jetzt ist die Frage: Ist es broken? Ist es verbuggt? Ist es Absicht? Und es wurde nicht kommuniziert. Die Problematik ist, wenn du jetzt Crossplay, das könnte jetzt die Lösung für euch sein, ich schalte einfach Crossplay aus, dann bin ich unter den Konsolenspielern, dann bist du aber, wenn du als PlayStation-Spieler Crossplay zum Beispiel ausschaltest, dann matchst du nur mit PlayStation-Spielern. Du findest keine Lobby. Versuch's mal, schalt es aus und du wirst wahrscheinlich 10, 20, 30 Minuten in deiner Lobby hängen und bekommst kein Match. Warum? Weil es standardmäßig bei jedem aktiviert ist und du matchst nur mit Leuten, die es deaktiviert haben. Und da das keine Sau hat, wahrscheinlich nur 1%, wenn überhaupt, findest du einfach keine Lobby. Ja, müssen wir mal sehen. Ich hoffe, dass Respawn kommuniziert, ob es ein Bug ist oder nicht. Wenn es kein Bug ist, dann bin ich mir sicher, dass die Community, gerade die Konsolenspieler, extrem auf die Barrikade gehen. Ich habe es, wie gesagt, am eigenen Leib in den Platin-Lobbys vor ein paar Tagen mitbekommen. Und das ist ein Movement, das wirst du als Controller-Spieler, ich kann es leider nicht zeigen, weil das ist schon ein paar Tage her. Ich weiß jetzt nicht, an welcher Stelle in meinem Livestream das passiert ist, aber da ist jemand mit einem Movement unterwegs gewesen, was nur auf PC funktioniert. Das habe ich in meinen 4 Jahren auf der Konsole nicht einmal gegen mich erlebt, wenn ich nicht aktiv gerade vielleicht in der PC-Lobby bin. Das zum Thema Crossplay. Jetzt habe ich noch etwas anderes. Die ein oder anderen haben es vielleicht heute bei mir auf Twitch im Livestream gesehen oder gestern oder wann auch immer. Im Ranked gibt es ein Problem, wenn du eine Runde abschließt, egal ob du gewinnst oder verlierst zu früh, werden dir extrem viele Rank-Punkte abgezogen. Bei mir heute zum Beispiel im Platin, ich wäre mit minus 40 vielleicht rausgegangen, habe aber minus 88 Punkte bekommen. Achtung, das ist nur ein visueller Bug. Ihr bekommt tatsächlich die reelle Zahl an Rank-Punkten abgezogen oder gut geschrieben. Es ist tatsächlich nur ein visueller Fehler. Im Zweifel neu starten und dann sind die Rank-Punkte alle wieder so, wie sie sein sollen. Dazu hat sich tatsächlich Respawn heute selber zu Wort gemeldet. Wisst ihr also Bescheid? Lasst mich in den Kommentaren mal bitte zum Thema Crossplay wissen, ob ihr das selber vielleicht gegen euch auch schon festgestellt habt mit den PC-Spielern. Würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Mal so ein bisschen Feedback, wie viel das tatsächlich ist. Und wenn ich in den nächsten Tagen nichts davon höre, werde ich meinen EA-Kontakt einfach mal anschreiben und mal fragen, ob der da irgendwas weiß, ob das tatsächlich Absicht ist oder ein Fehler. Das war's von mir. Ich wünsche euch was. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.